Es wird im Norden geschehen. Es geht um die verloren gegangene Prophezeiung, die so sehr wichtig für uns Menschen ist. Merlin wird heute eine Botschaft für euch überbringen. Er hat mich gebeten, mich zur Verfügung zu stellen. Und er wird in dieses ganze Thema Klarheit bringen. Es ist wichtig, dass du heute dabei bist. Wer mich noch nicht kennt, ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind über unsere Partner in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten. Und ich kann sagen, wir sind eines der größten Online-Portale im Webinarbereich für spirituelle Weiterbildung. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du meinen Kanal gerne abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, dieses spannende Thema, was wird denn nun im Norden geschehen? Und allein wenn ich das ausspreche, bekomme ich sofort eine Gänsehaut. Es ist sehr wichtig, diese verloren gegangene Prophezeiung, die für uns Menschen so eine große Bedeutung hat, wie Merlin zu mir gesagt hat. Es beginnt alles im Norden, am Nordpol. So verstehe ich das. Am Nordpol, wo so viel Eis ist. Wir wissen ja, dass am Nordpol auch so ein geheimer Landeplatz ist für die Sternenwesen. Und wir wissen auch, oder einige wissen es vielleicht, dass sie sich dann auch im Erdinneren treffen. Man kann spekulieren, wo jetzt diese Prophezeiung liegt, denn sie ist geschützt. Sie könnte in einer Höhle sein. Und dort verborgen sein. Es könnten auch Wächter vor der Höhle sein. Oder sie ist vielleicht in einem Tempel, in einem unterirdischen Tempel. All das müssen diese sieben auserwählten Menschen selbst herausfinden. Es ist eine schwere Aufgabe. Und Merlin wird auch in der Botschaft uns beschreiben, wie jeder von diesen sieben Menschen, welche besondere Eigenschaft er haben muss, damit er ein Auserwählter sein kann. Also man erkennt es daran. Es ist total spannend, es ist total spannend und es hat für uns so viel zu bedeuten. Und Merlin hat mir auch noch gesagt, wenn dann diese sieben Menschen, diese Auserwählten, in dem Ritual sind, was sie gemeinsam machen werden, wird sich diese Prophezeiung öffnen und sie werden sie alle das erste Mal wieder in Anführungsstrichen, noch einmal hören. Und in dem Moment beginnen die Energien sich zu bewegen, sich zu verbinden, dann beginnt etwas, was uns sehr intensiv unterstützen wird. Und ich soll euch auch noch sagen, wenn dieses Ritual, was wir nachher zusammen machen, das dient ja in erster Linie dazu, dass sich die Menschen finden, die jetzt diese Aufgabe tragen. Das sind echt sieben Auserwählte. Und wenn dieses Ritual vollendet ist, dann teilt sich die Energie in sieben Strahlen und verbindet sich mit den Sternenwesen, mit unseren sieben Schwestern. Dadurch wird gleichzeitig auf der Erde ermöglicht, die Energien des Aufstiegs zu festigen, die negative Beeinflussung zu transformieren und die intensive Verbindung zu den Sternenwesen zu sichern. Es wird eine intensive Zusammenarbeit beginnen und die Plejader, die Sirianer, die Andromedaner, die Arcturianer, die Orianer, die sieben Schwestern, die Lyrianer habe ich vergessen gehabt. Also all die sieben Hauptenergien werden dann greifbar sein. Und ihr werdet es fühlen. Das ist eigentlich jetzt noch unvorstellbar, aber ihr werdet es fühlen. Und vielleicht so wie ich, total aus dem Häuschen sein. Und ich bin Merlin so dankbar, dass er uns heute die Möglichkeit gibt,
dass wir diesen Weg gehen können, denn wir kommen Schritt für Schritt immer ein bisschen weiter zum Aufstieg. Und das ist ja das, was wir alle möchten, deswegen sind wir ja hier auf der Erde. Ich kenne Merlin ja schon viel länger. Also ich war mit ihm in einer sehr intensiven Zeit, damals als ich in England wohnte, zusammen. Er war mein Lehrer und hat mich schon oft vor Prüfungen gestellt, vor Aufgaben gestellt, die ich am Anfang immer abgelehnt habe. Aber dann mit der Zeit, weil er hat nie nachgelassen, habe ich dann doch das getan, was er wollte. Im Hintergrund seht ihr hier den Gral der Magie. Das ist in Stonehenge und da haben wir schon so viele Einweihungen bekommen von Merlin und ich möchte gerne über dieses Video die Energie jetzt hier reinbringen, zu euch bringen, denn der Gral der Magie hat eine sehr starke Wirkung und wird das, was heute uns Merlin sagen wird, nochmal intensiver für uns fühlbarer machen. Also es geht einfach darum, dass diese Prophezeiung, die so wichtig ist für das Fortkommen der Erde, für das Weiterkommen der Menschen, dass die gefunden werden muss und dann auch von bestimmten Personen aktiviert werden muss, so damit sie mit ihrer Kraft uns dann helfen kann, in der Zukunft das zu erreichen, wofür wir auf die Erde gekommen sind. Es geht einfach um die neue Erde. Und was genau jetzt in dieser Prophezeiung steht und was da alles zu tun ist, welche Menschen da dazugehören, welche Menschen vielleicht noch gerufen werden, das werden wir in der Botschaft von Merlin gleich hören. Und ich bin selbst auch schon sehr gespannt darauf. Und ich weiß genau, dass jeder, der heute hier ist, dass der damit etwas zu tun hat. Denn es beginnt im Norden, aber vom Norden wird es sich ausdehnen über die ganze Erde. Und die Sternenwesen werden auch dabei sein, wurde mir gesagt. Und letztendlich, wenn es gelingt, dass diese Prophezeiung sich dann auch erfüllen darf, wenn wir alle zusammenarbeiten, wird es so sein, sagt Merlin. Und dann geschieht etwas Wunderschönes, Wunderschönes. Und wir wissen, die Energien sind ja ziemlich stark dieses Jahr. Sie sind viel intensiver als die ganze Zeit. Und wir können froh sein, dass auch gerade so viel geschieht. Denn dadurch, dass im Kollektiv oder im Außen ganz allgemein gesagt so viele, wie soll ich sagen, irritierende Energien unterwegs sind, haben wir die Chance, daran zu wachsen. Denn es ist jedes Mal eine Herausforderung von uns, wie wir mit diesen Energien umgehen. Und dieses Wie ist nämlich ganz wichtig. Und zwar, sagt Merlin, es wäre am allerbesten, wenn wir versuchen würden, immer aus unserer Mitte heraus etwas zu beobachten und dabei auch ganz neutral zu sein. Das wäre also das Allerwichtigste, denn dann bleiben wir in unserer Kraft und das, was im Außen geschieht, wird uns nicht berühren, wird uns nicht verängstigen oder eben schwach machen. Also besinnt euch, wenn irgendwie mal wieder was kommt, was euch vielleicht Angst machen möchte, besinnt euch einfach auf eure eigene Liebe, auf euer Herz und auf eure Zugehörigkeit. Merlin ist ein sehr weises Wesen, ein Wesen mit so viel Wissen, dass wir das gar nicht erfassen können, wie groß dieses Wissen von Merlin ist. Und er wird uns heute begleiten und er sagt auch, ihr Lieben, es ist ganz wichtig, dass ihr euch immer weiterbildet, dass ihr euch auch über das, was ihr hört, nochmal fragt, stimmt das alles für mich? Und für euch dann eure eigene Wahrheit spürt und diesen Weg geht. Also er meint einfach, wir sollen uns nicht so sehr beeinflussen lassen von irgendwelchen Menschen, die wir vielleicht gar nicht kennen, sondern in uns dann die eigene Wahrheit suchen. Und das wäre der richtige Weg. Viele
Von uns wurden von Merlin ausgebildet. Damals in Avalon, ich war auch eine sehr, ja, enge Schülerin von Merlin und es waren sicher von euch auch einige dabei. Und diese Menschen, die jetzt wieder inkarniert sind, haben auch eine enge Verbindung zu all dem, was damals geschah und tragen maßgeblich dazu bei, dass wir in die höheren Dimensionen hineinkommen, dass wir endlich den Weg in die göttliche Ordnung richtig finden und sich dadurch die Dualität auflösen darf. Merlin sagt auch, verzweifle nicht, habe Geduld, es läuft alles gut. Der Merlin, der spricht manchmal, sage ich so, in halbwitzigen Tönen, so in diesen Worten, wo so ein bisschen dieses geheime Lächeln von ihm dabei ist und bewegt uns dann auch über seinen Humor, den Ernst der Lage etwas lockerer zu sehen. Ja, also wie gesagt, die spirituelle Weiterbildung ist ganz wichtig und die Kanalmitglieder von uns, die wissen das ja ganz genau, denn dort bekommt ihr ja jeden Monat ein Webinar und es war auch schon Merlin dabei. Dort ging es um einen Zauberstab und um eine Einweihung. Also es ist für euch gesorgt, es ist immer was da, was ihr nehmen könnt, um euch weiterzubilden. Und natürlich gibt es auch Ausbildungen auf meiner Webseite, die von Merlin geleitet werden, ihr Lieben. Schaut einfach mal drauf und lasst euch inspirieren, denn jetzt kommt gleich die Botschaft, diese wundervolle Botschaft und ich freue mich sehr darauf. Ich habe hier das Auraspray von Merlin, mit dem werde ich mich einsprühen, um einfach noch enger eine Verbindung mit ihm herstellen zu können. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei den Worten von Merlin. Liebe Menschen, ich begrüße euch heute voller Freude mit dem magischen Wort Mela Atani. Ich, Merlin, das mystische, magische Licht der Weisheit, spreche heute zu dir. Denn es gibt eine Prophezeiung, welche im Laufe der Zeiten und Epochen verloren gegangen scheint. Auf dieser Prophezeiung liegt ein dicker Schleier des Vergessens. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, diesen Schleier zu lüften. Und Merlin ist heute gekommen, um mit dir zusammen diese verlorene Prophezeiung wiederzufinden. Es ist eine großartige Geschichte voller Magie und Wunder. Denn die Prophezeiung sagt die Zukunft der Menschen voraus und wann der Erlöser kommen wird. Die Welt wartet darauf, dass diese Prophezeiung gefunden wird, denn sie wird alles verändern. Es beginnt im Norden und es beginnt dann, wenn die Menschen gefunden werden, welche bereit sind, alles Irdische aufzugeben und sich ganz in den Dienst des Lichtes zu stellen. Die verlorene Prophezeiung wurde mit einem magischen Bann belegt, welcher sich nur auflöst, wenn die sieben Auserwählten in den Norden reisen und den Eingang zu einem versteckten Tempel finden.
Dort werden sie sich ihren tiefsten Ängsten und dunkelsten Geheimnissen stellen müssen. Denn diese sieben Auserwählten, sie tragen die Last der Welt auf ihren Schultern. Es sind Menschen, welche bereit sind, alles für das Wohl der Menschen, der Erde und den Aufstieg zu tun. Im Moment wissen diese Menschen noch nichts von ihrer Aufgabe, denn auch sie tragen den Schleier des Vergessens. Ich, Merlin, hatte sie damals in Avalon für diese Aufgabe geschult. Sie tragen den Schlüssel, die Dunkelheit maßgeblich zu besiegen in ihren Herzen. Denn sie werden den einen empfangen. Denn sie werden den einen empfangen, der mit der Macht der Liebe alles ändern wird. Der eine wird eine sehr große Macht besitzen, die bisher noch niemand kannte. Und diese Macht wird sich dann entfalten, wenn alle sieben zusammen das Ritual vollziehen. Und dieses Ritual kann nur ausgeführt werden, wenn sie sich im Norden treffen. Die sieben Auserwählten, so heißt es, sie sind eine Person, die bereit ist, alles für andere aufzugeben. Ein Mensch, der mutig ist und sich seinen Ängsten stellt. Eine Person, die ihre dunkelsten Geheimnisse kennt. Eine Person, die selbstlos ist und andere vor sich selbst stellt. Eine Person, die weise ist und große Einsicht hat. Ein Mensch, der freundlich und mitfühlend ist. Und schließlich eine Person, die einen unerschütterlichen Glauben hat. Sobald diese sieben Energien zusammenkommen, wird es möglich sein, den Zugang zu der Prophezeiung zu bekommen. So werden wir nun zusammen ein Ritual machen, um diese Menschen zu finden und zu aktivieren. Merlin fragt dich, bist du bereit dafür? Wenn du es mit deiner inneren Stimme mit Ja beantwortest, werde ich nun beginnen. Richte nun deinen Blick in den Norden und konzentriere dich auf dein Herz und deinen Atem. Lass dabei alle Gedanken und Sorgen los. Höre auf die Stille in dir. Und wenn du bereit bist, sprich laut aus,
Ich bin bereit, Merlin zu unterstützen, die verlorene Prophezeiung zu finden und die Menschen zu erwecken, welche gebraucht werden, damit sie sich erfüllen kann. Du wirst nun ein Licht in der Ferne sehen. Folge diesem Licht. Es wird dich zu einem versteckten Ort im Norden führen, wo sich der Eingang zu einem Tempel befindet. Und an diesem Ort wirst du die Energie der verlorenen Prophezeiung spüren. Und so näherst du dich jetzt dem Eingang des Tempels. Und vielleicht verspürst du ein leichtes Gefühl der Furcht. Das ist ganz natürlich, denn du wirst dich auch deinen Ängsten stellen müssen. Aber mach dir keine Sorgen, denn Merlin ist bei dir. Vielleicht gehörst du zu den 7 Auserwählten. Wenn dies so ist, wirst du es jetzt in deinem Herzen fühlen. Gemeinsam habt ihr die Macht, die Dunkelheit für immer zu besiegen. Betritt nun den Tempel. Du wirst einen Kristall in der Mitte des Raumes sehen. Der Kristall Mela Atani leuchtet vor dir auf. Er wird den 7 Auserwählten den Weg zu der verlorenen Prophezeiung zeigen. Mela Atani hat darauf gewartet, dass du zur Unterstützung kommst, denn deswegen bist du heute hier. Nimm dir nun einen Moment Zeit, um seine Energie aufzunehmen. Und wenn du bereit bist, sprich laut. Mögen sich die 7 Auserwählten zeigen und ihre Aufgabe erkennen. Du wirst nun eine Vision der Zukunft sehen oder fühlen. Und wenn es dir erlaubt ist, erkennst du einige Energien über der verlorenen Prophezeiung. Sprich zur Verstärkung 3-mal die Worte Mela Atani. Mela Atani. Mela Atani. Dabei fühlst du in deinem Herzen, wie es sein wird, und erlaube dir jetzt, ganz tief zu fühlen, um deine persönliche Botschaft von Merlin zu erhalten. Die Zeit des Aufstiegs ist nah. Sei bereit. Ich, Merlin, begleite dich nun wieder zurück in deine Dimension.
Du hast heute sehr viel für das Licht getan. Ich sehe deine Seele leuchten und strahlen. Erinnere dich an das, was du heute hier gesehen und gehört hast. Es ist wichtig, dass du dich daran erinnerst, denn du hast in der Zukunft eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ich bin sehr dankbar, dass du heute dabei warst. Du bist eine wahre Lichtarbeiterin, ein wahrer Lichtarbeiter. Ich danke dir für deine Hilfe. Und so soll es geschehen. Merlin verabschiedet sich nun von dir. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, in das Hier und Jetzt zurück, in deine Dimension, bewegst Hände und Füße, öffnest deine Augen und bist ganz wieder da. Ihr Lieben, ich danke euch sehr, 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 dass ihr heute dabei wart. Denn diese Prophezeiung, die braucht unsere Liebe, unser Licht und auch die Menschen, die ersten Menschen, die dort zusammenkommen, um die Prophezeiung wieder zum Leben zu erwecken, brauchen diese Liebe und dieses Licht, diese Unterstützung. Und deswegen warst du heute hier, so wie Merlin es gesagt hat. Wenn dir das jetzt gut getan hast und wenn du in dir etwas gespürt hast, dann wiederhole noch einmal diese Botschaft. Lass dich noch einmal führen, einfach um zu sehen, was alles zu dir kommt. Merlin zwinkert mir zu und er lächelt. Und so kann ich nur noch sagen, wenn du immer die neuesten Botschaften erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, indem du hier auf die Kugel klickst. Und ich danke dir sehr dafür und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Video.